Hey Leute, wir schauen uns System Crash an. Das ist ein Singleplayer-Kartenspiel im Cyberpunk-Setting, was eine richtige Story hat. Das Spiel ist von 2016, also schon ein bisschen älter. Momentan im Steam-Sale gibt es das für 3 Euro und ein paar zerquetschte. Es gibt dafür auch noch ein DLC für 99 Cent mit 30 neuen Karten. Wir gucken uns das Ganze mal an, wie das genau funktioniert. Ich habe nur mal ganz kurz reingeschaut, so 5 oder 10 Minuten. So, als erstes gehen wir mal kurz hier ins Optionsmenü rein. Da haben wir nicht allzu viele Sachen. Ja, Soundregler, Tutorials, alles klar. Ich kann hier sein Profil auswählen und dann dementsprechend, ich klicke mal kurz hier auf New. Hat man Namen und eine Menge Profile zur Auswahl. Generell finde ich von diesen, den Artstyle in dem Spiel, auch von den Karten richtig, richtig cool. Und ja, wir schauen uns das Ganze mal an. Ich habe einen Key bekommen. Ich lasse jetzt mal mein Profil hier aktiv. Man wählt als erstes hier ein Modul aus. Das ist im Prinzip eine Wahl der Kampagne, bloß hier heißt es Modul. Und zwar Neonor können wir hier nehmen, Night Terror, aber da muss man erst die andere Kampagne beenden. Gut, dann starten wir doch mal damit. Schauen mal rein und gucken mal, wie das Ganze funktioniert. Obwohl, das ist gerade ein bisschen blöd. Weil ich würde doch bitte... Nee, wir machen das anders. Moment, wir machen das anders. Ich werde jetzt hier einfach mal das Profil löschen, ganz fix. Dann erstellen wir mal ein neues Profil. Und ich nenne mich mal wildfremd, weil ich würde gern nochmal von vorne anfangen. Ich finde ja generell, dieses Profilbild passt ganz gut. Dann wählen wir jetzt die Kampagne und starten dann. So, alles klar. Das ganze Spiel wird so in Textboxen erzählt. Und ich will mich in dem Video jetzt nicht so sehr mit der Story beschäftigen, weil es ist nur ein kurzer Ersteindruck. Und ich will ein bisschen was vom Gameplay zeigen, deswegen klicke ich mich jetzt hier mal ein bisschen durch. Wenn ihr das noch lesen wollt, dann müsst ihr halt das Video an der Stelle jeweils pausieren. Wir müssen anscheinend irgendwie was zurückzahlen, Geld zurückzahlen. Wir haben 30 Tage Zeit, sonst werden unsere Organe verkauft. Das klingt halt nicht so gut. So, und dann gibt es halt hier immer diese Pop-Ups auf dieser, ich nenne es jetzt mal Karte, wo die Leute uns dann auch Aufträge anbieten und so. Dann hat man hier unten so Auswahlboxen. Ja, gut. Ja, wir machen das alles. Alles kein Problem. Gut, dann starten wir doch direkt los. Wenn wir Mission abschließen, dann wird natürlich die Story weitergeführt und man bekommt neue Karten und Credits. Man kann dann auch dementsprechend eigene Decks bauen, aber dafür müssen wir den Schwarzmarkt freischalten. Gut, damit wir den freischalten, müssen wir die erste Mission abschließen. Dann würde ich doch mal sagen, Objectives haben wir hier unten rechts. Wir starten hier, das wird dann einfach auf dieser Karte angezeigt, die jeweilige Mission. Moment, was war denn das jetzt hier unten? Portmaster. Gut, das ist im Prinzip Mission. Aber ich glaube, das war... Nein, ich will nicht das Spiel beenden. Ich würde gerne hier mal gucken. Hier müssen wir, das ist eine Story-Mission, was das hier jetzt aber genau ist. Nehmen wir erstmal hier die Story-Mission. Genau, wir haben 30 Tage Zeit, um 10.000 Credits zurückzuzahlen, die wir Miriam schulden. Ja, gut, wir legen hier direkt los. Ein bisschen Gerede. Ja, ja, wir kriegen dein Geld schon zusammen, kein Problem. Und dann können wir direkt... Nee, Moment. Ach, das können wir dann nochmal uns die Dialoge anschauen. Wir müssen dann wirklich hier unten jetzt starten. Okay, das ist also unsere erste Mission. Objectives haben wir hier, spezielle Sachen, die man vielleicht kriegt man dadurch... Wahrscheinlich kriegt man dadurch dann noch mehr Credits, wenn man noch Zusatzkonditionen erfüllt. Wir sollen da in diese Portmaster Limited Bay Offices einbrechen und ihre Finanzdateien kopieren.
Gut, und wir haben hier für diese Mission ein vorgefertigtes Deck bekommen wir und 100 Credits. Dann machen wir das doch mal. Willkommen zu deinem ersten Run. Ja, wir müssen Objective erfüllen. Objective Points. Wenn wir genug Objective Points haben, dann haben wir die Mission erfüllt. Und unser Gegner wird natürlich versuchen, uns aufzuhalten. Und ja gut, wir sehen hier einmal uns unten unsere Informationen, dann vom Gegner die Informationen. Das Ganze nennt sich in dem Spiel Player Information Displays, PIDs. Und da sehen wir halt die nützlichen Informationen. Credits sind in dem Fall hier, wie ihr seht, das sind quasi in Hearthstone war es, glaube ich, Mana, Energie, wie auch immer. Hier sind es halt Credits, die man dann pro Runde bekommt man dann mehr, glaube ich, so war das. Und wie viele Karten man auf der Hand hat, im Deck sind und im Archiv, kriegt man hier alles angezeigt. Genau, und das Wichtigste ist halt dieser Objective Point Score. Das geht von 0 bis 10 bei uns, 0 bis 30 vom Gegner. Ich glaube, das variiert dann auch von Mission zu Mission. Wenn wir hier unten die 10 voll haben, dann haben wir die Mission beendet. Und wenn der Gegner die 30 hier oben voll hat, dann hat der Gegner die Mission für sich gewonnen quasi. Und wir, beziehungsweise wir haben verloren. Genau, wer als erstes seine Leiste hier voll hat, der hat gewonnen. Und wir haben mindestens ein Deck mit 40 Karten. Gut, im Deck befinden sich Agenten, Events, Modifiers und Support-Karten. Wie das genau funktioniert, schauen wir uns gleich auf jeden Fall hier mal an. Als erstes können wir Karten ziehen. Wir ziehen vor der ersten Runde 6 Karten aus dem Deck. Natürlich zufällig. Und wenn wir damit nicht zufrieden sind, was wir gezogen haben, können wir zweimal die Karten neu ziehen. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ja gut, ziehen wir einmal neu. Bei manchen Spielen ist es halt auch so, dass man dann, wenn man Redraw macht, das Negative ist, dass man nur noch eine Karte weniger zieht. Also 5 ist in dem Fall nicht so, sondern man zieht immer die 6 Karten am Anfang und kann halt bis zu zweimal hier einen Redraw machen. Und ich würde sagen, wir behalten doch jetzt einfach mal die Hand, auch wenn ich mir die jetzt noch nicht genauer angeschaut habe. Gut, dann hat man nochmal die Information, Portmaster Security, gegen die wir hier uns bewähren müssen, behält die Hand. Wir haben die Hand einmal neu gezogen, wir starten im Spiel. Das ist das Command Interface. Hier können wir dann, hier laufen dann quasi diese Kartenkämpfe ab. Gut, und natürlich oben ist der Gegner, unten sind wir. Wir haben nur eine gewisse Anzahl an sogenannten Command-Slots, um Karten ins Spiel zu bringen. Gut, diese Reihe ist halt für Agenten, die vorderste. Die hinterste ist für Support-Karten. Und jeder Gegner kann halt 3 Modifier, oder jede Karte kann halt 3 Modifier haben. Und zwar positive und negative. Und bei manchen Runs hat die eine oder beide Seiten spezielle Konditionskarten in diesem Slot. Da startet man dann den Kampf mit. Gut, und wenn man halt einen Mauszeiger darüber hält, kriegt man die Karteninformation. Das ist alles selbsterklärend. Gut, wie machen wir das denn jetzt? Was haben wir denn hier überhaupt für Karten? Moment, da gibt es nochmal einen Tipp. Gut, wenn wir in der Ziehphase sind, dann ziehen wir eine neue Karte. Die einzige Ausnahme ist in der ersten Runde des Spiels, der Spieler, der zuerst spielt, zieht 0 Karten, aber der zweite Spieler zieht dann eine Karte ganz normal. Und genau, dann gibt es die Ressourcenphase. Unser Credit Pool zeigt, ist im Prinzip unsere Ressource dafür, was wir für Karten spielen, beziehungsweise wie viele Karten wir spielen können, wie viel die kosten.
Je teurer, je mehr Credits die Karte kostet, desto mehr Credits müssen wir halt haben, um diese Karte spielen zu können. Ist im Prinzip, ja, gut, hier heißt es Credits, in den meisten Spielen ist es halt Mana oder Energie. Und jede Runde erhöht sich unser Credit Pool um 1 bis maximal 10 Credits. Genau, wir brauchen dann genug Credits, um die jeweiligen Karten spielen zu können. Und nach jedem Zug wird halt der Credit Pool neu aufgefrischt. Das heißt, wenn man 0 hatte, hat man dann in der nächsten Runde dann wieder die vollen, die man dann hätte. Gut. In der Hauptphase können wir halt jede Karte spielen, die wir bezahlen können. Ja, Agenten und Supportkarten müssen in einem Command-Slot gespielt werden. Und Modifier-Karten können nur auf Agenten gezogen werden, die einen offenen Modifier-Slot haben. Gut, ja genau, dann haben wir das hier und dann legen wir doch mal los. Was haben wir denn hier für Karten? Wie funktionieren die denn genau? Okay, das hier ist jetzt eine Taktikkarte. Agenten, die wir kontrollieren, bekommen plus eins Angriffswert. Das ist natürlich jetzt erstmal nicht so toll, weil wir bräuchten erstmal überhaupt Agenten. Lobby Security kostet uns 2, können wir uns noch nicht leisten. Sieg kostet 3, also was die Karten hier angeht, können wir noch nicht so viel machen. Wir haben hier zum Beispiel auch sowas wie eine Skill Card, Action Card, dann können wir Schaden an Gegner verursachen. Also wir können jetzt hier noch gar nichts von spielen. Das ist ja mal ein super Start. Da wir keine aktiven Agenten haben, wird die Combat-Phase übersprungen, die Kampfphase. Und was auch noch wichtig zu wissen ist, während der Discard-Phase, hier sieht man ja nochmal die ganzen Phasen, wenn man mehr als 10 Karten hat, dann werden Karten abgeworfen, die über diese 10 drüber gehen. Gut, hier kriegt man nochmal Informationen über die archivierten Karten. Wenn ich jetzt drauf gehe, dann sieht man das da nochmal. Gut, da sieht man das Deck, da sieht man die Hand und da halt die Credits. Ist alles recht überschaubar. Jetzt haben wir schon 2 Credits. Der Gegner hat einen Innocent Bystander gespielt. Hat jetzt irgendwie keine Werte, nur Lebenspunkte. Dann würde ich doch mal sagen, wir werden jetzt erstmal... Ich glaube, wir sollten erstmal hier so eine Wache spielen, würde ich mal sagen. Gut. Wir haben eine Agentenkarte gespielt. Da sehen wir hier wie bei den meisten Karten, in den meisten Spielen oben links halt den Angriffswert, oben rechts dann Rüstungswert, unten in der Mitte die Lebenspunkte und rechts daneben, was es in den meisten Spielen nicht gibt, halt diese modifizierbaren Sachen. Man kann zum Beispiel ja, der jeweiligen Einheit noch eine Rüstung geben, dann wird hier so ein Slot belegt, wenn man die entsprechende Karte hat. Und auch wie in anderen Kartenspielen, die Einheiten kommen exhausted aufs Feld, es sei denn, sie haben Haste, was im Prinzip bedeutet, sie können in der Runde nichts mehr machen, erst in der nächsten Runde. Wenn die dann Haste haben, bestimmte Einheiten können die schon direkt angreifen, sobald sie gespielt werden. Ich finde generell Musik sehr cool, aber auch mir gefällt Artstyle hier von den Karten. Ich finde, das sieht schon richtig, richtig nett aus. Und generell auch, das sieht jetzt nicht auf den ersten Blick nicht nach allzu etwas aus, was wirklich großartig was anders macht wie andere Kartenspiele. Mal abgesehen davon, vielleicht von diesen, ja gut, Modifier sind jetzt auch nicht unbedingt neu. Man konnte auch in anderen Spielen schon Karten buffen und so. Bloß, das wurde halt nicht als Modifier angezeigt. So, du hast da Security gespielt. Wir könnten jetzt zum Beispiel mal diese Karte nehmen. Können wir leider dann noch nicht erledigen. Wir haben jetzt 3 Credits. Das heißt, du hast 5
Angriff. Du hast 3 Angriff. Ich würde wirklich mal sagen, du kostest aber auch schon 3. Ja, okay, dann spielen wir dich mal hier. So, dann beenden wir die Phase. Gut, und während der Kampfphase werden die Einheiten automatisch angreifen und Agenten, die gestunt oder exhausted sind, erschöpft, können nicht angreifen. Gut, und wenn sich im gegnerischen gegenüberliegenden Slot halt eine Karte befindet, eine Einheit, ein Agent befindet, greift die, unsere Einheit, unser Agent automatisch diesen Agenten an. Alles klar. So, jetzt haben wir schon 4 Credits. Jetzt können wir mal kurz gucken, wie machen wir das denn jetzt? Ich würde fast sagen, wir könnten doch mal bei sämtlichen Agenten... Wir spielen erstmal noch so einen Sicherheitstypen und spielen danach dann einmal Open Fire. Ja, gut, das könnte man natürlich... Ist jetzt ein bisschen blöd, weil er hat jetzt hier nur noch einen Angriffspunkt. Selbst wenn ich sie jetzt erledige, die könnten wir hier noch nicht erledigen. Ich würde fast sagen, wir machen das mal anders. Wir spielen jetzt... Genau, mit Battle Plan... kommt jeder unser Agent plus einen Angriffspunkt. Die Karten kommen, wie gesagt, dann hier unten rein. Das sind halt die Slots für Supportkarten. Bis zu 3 Supportkarten kann man hier unten drin haben. Aber die haben halt eine begrenzte Dauer. In dem Fall, hier unten sieht man das schon an der Uhr, nach 3 Zügen verschwindet die Karte. Okay, gut. So, wir haben alle Credits ausgegeben. Machen wir mal weiter. Gut, jetzt haben wir schon 5. Das heißt, ich würde mal sagen, wir werden jetzt... Gut, der ist fast erledigt. Er hier blockt den anderen im Prinzip nur. Dann können wir jetzt einmal dich hier dahin packen. Und ich würde mal sagen, wir gehen mal weiter. Noch eine Angriffskarte, Angriffssupportkarte. Dann haben wir alle Credits ausgegeben. Dann können wir schon um einiges unseren Schaden erhöhen. Der hat jetzt 10 Agenten ausgeschaltet mit so einer Direktangriffskarte. Alles klar, jetzt könnten wir auch mal eine Rüstung benutzen. Jetzt haben wir schon 6 Punkte. Das heißt, ich glaube, wir müssen erstmal den Slot hier wieder füllen. Dann haben wir noch 3. Das heißt, wir können unseren Agenten vielleicht nochmal Rüstung geben. Und dann noch einer Einheit im Speziellen nochmal Rüstung geben. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so eine blöde Idee. Aber wem geben wir die denn? Ich würde fast sagen, wir geben ihm hier mal die Rüstung. Ist ein bisschen blöd, dass man da nochmal extra klicken muss. So, und so langsam könnten wir doch mal Objective Points bekommen. Gut, dann könnten wir hier nochmal den Schaden erhöhen. Ja, machen wir das halt so. Dann werden die alle nochmal gebufft. Hiermit würden wir dann 6 Damage verursachen. Dann können wir dich hier vielleicht schon mal direkt ausschalten auf der einen Seite. Da macht er nämlich schon mal ganz gut Schaden. Und ich würde fast sagen, wir werden dann ihn nochmal angreifen. Jetzt habt ihr gesehen, er hat hier 6 Punkte Schaden gemacht. Und es war kein Gegner, der den geblockt hat. Also haben wir jetzt 6 von diesen Objective Points bekommen.
Also es funktioniert im Prinzip genau andersrum. Man hat nicht Lebenspunkte, die werden weniger, sondern man muss quasi eine Leiste füllen. Und wenn die beim Maximum ist, hat man gewonnen oder halt der Gegner hat gewonnen. Gut, wir können den allen noch mal ein bisschen mehr Angriffskraft geben. Warum denn nicht? Da hätten wir auf jeden Fall dann noch ein bisschen Rüstung. Wem geben wir denn jetzt nochmal Rüstung? Ich würde ja wirklich sagen, du hast noch 6. Also die hier, Seke ist schon wichtiger, weil Seke macht generell mehr Schaden. Und er macht jetzt hier nicht so viel. Ich würde mal sagen, ich gebe dir hier mal die Rüstung. Und man muss sich halt wirklich genau überlegen, wo man welche Karte benutzt, weil man wirklich nur... Das ist auf jeden Fall schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass man jedes Mal nur eine Karte neu zieht. Da muss man sich sehr genau überlegen, wo man welche Karte spielt. So, alle Agenten kriegen hier nochmal Rüstung. Gut, die kann man im Prinzip immer spielen, wenn man genug Agenten hat und ja, da Platz hat. So, jetzt haben wir schon 8 von 10. Wer bist du denn? Maddox. Hacking hat der. Beim Rundenstart kriegen wir 2 OP. Das ist ja ganz cool. Dann könnten wir die Leiste noch schneller füllen. Aber momentan haben wir leider keinen Platz für Maddox, weil wir können hier nur maximal 4 Agenten platzieren. 3 Supportkarten und dann noch diese andere Karte. Andere Kartentyp. So, da haben wir nochmal Maddox bekommen. Können wir immer noch nicht spielen. Aber das soll es jetzt sowieso gewesen sein. Weil den Schaden konnte er nicht mehr blocken. Wir hatten jetzt insgesamt 14 Punkte. 10 mussten wir haben. Wir haben unsere 100 Credits bekommen. Und jetzt kriegen wir als Reward hier 2 Karten. Einmal Nano Regeneration, Verbündete, nicht-mechanische Agent bekommt eine Regeneration von +3. Das hört sich ja schon mal ganz gut an. Die Karte kostet auch nur 1 Credit. Andrew Rixon hat 6 Angriff, 16 Lebenspunkte sogar, kostet dafür aber auch 5 Credits. Und wenn man den spielt, dann zieht man 2 Karten. Alles klar, gut. Und so geht es dann halt weiter. Man hat die Mission erledigt, kriegt dann einen Anruf vom... irgendwann wahrscheinlich auch von einem anderen Typen oder von anderen Typen, kriegt dann neue Missionen, muss dann seine Credits zusammenbekommen. Und ja, das ist im Prinzip das Spiel. Ich hoffe, ich konnte das so ein bisschen erklären. Ist auf jeden Fall ganz nett. Macht jetzt nicht unbedingt auf den ersten Blick wirklich was neu, aber ich mag halt dieses Cyberpunk-Setting und generell auch das Kartendesign gefällt mir ziemlich gut. Genauso wie die Musik. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.